Und wo sind denn überhaupt meine Manieren geblieben? Ich muss aber auch die Leute natürlich begrüßen, ja? Lass noch mal durchgehen. Okay, dann sage ich herzlich willkommen, weil ich werde diesen kleinen Part natürlich auf YouTube hochladen, damit man halt sehen kann, wie sind diese Charaktere wirklich zustande gekommen. Damit man halt, ja, der ganzen Sache auch folgen kann. Okay, wir fangen an mit einem neuen Charakter. Und hier werde ich wahrscheinlich meine Webcam erstmal ausschalten, weil sie nämlich genau einen essentiell wichtigen Teil verbirgt, und zwar nämlich hier diese Herkunft. Was soll es denn sein? Ich gehe mal sehr stark von einer Elfin aus. Liege ich da richtig in der Annahme? Ja, ist immer gut. Was möchten sie sein? Ja. So, was hat denn der Hochelf? Du kennst meine Waldelf-Druidin doch. Ja, aber ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, was sie ist. War sie eine Waldelf oder war sie eine Hochelf? Das war eine Waldelfin, genau. Waldelf, 111. 1111, Dachal, Dachal, 1111. Okay, wir nehmen einen Waldelf. Der hat Weisheit plus 1. Wir haben Vertrautheit mit dem Wald, Güte in den Fertigkeiten. Überlebenskunst und Athletik, Vorteil auf Überlebenskunst beim Jagen. Gemeinsprache Elfisch, Zwergisch und Halblingisch. Okay, das ist schon einmal ziemlich... ziemlich eine Ansage, geübt in der Fertigkeit Wahrnehmung. Und das hier ist das Schöne an diesem Spiel, Leute. Es rennt quasi bis auf eine kleine Sache, die ich halt eben noch nicht weiß. Rennt es wirklich auf D&D 5 Niveau? Natürlich ist das jetzt nicht so auf... Ja, die Charaktermodelle wirken jetzt nicht so schön wie in einem Baldur's Gate 3, aber das kann man auch nicht erwarten von diesem kleinen Studio. Für das, was es sein soll, sieht's okay aus. Kann man lassen. Okay, wir haben Feenblut, macht Vorteil bei Rettungswürfe gegen Verzauberung, Immunität gegen magischen Schlaf. Elfen bekommen automatisch eine Geschicklichkeit plus 2, das integriert sich dann hier in dieses, ja, hübsche Attributsfenster, und Ethan dann spielt ja selber Dungeons & Dragons, somit ist das für ihn auch keine, ja, Unbekanntheit hier das Ganze. Falls da aber Fragen aufkommen sollten oder irgendwer jemand... der hier ist, das Ganze nicht kennt, der kann gerne fragen. Und ich werde versuchen, das so gut als möglich zu erklären. Gut. Bewegen haben wir 7, das heißt, wir können uns 7 Felder bewegen. Wir nehmen die gute Waldelfe. So, und wir nehmen eine Druidin, das war ja schon gesagt. So, Druiden, Übung in Rettungswürfen, Intelligenz und Weisheit. Bedeutet, wenn wir halt von Zaubern getroffen werden, die so etwas verlangen, dann sind wir da drin ganz besonders gut. Shit, ich wusste gar nicht, dass der Druide so viel kann. Du beherrschst druidisch, das kommt halt sehr, sehr selten vor, aber okay. Okay, was für eine Ausrüstung soll sie denn haben? Mit was soll man denn beginnen? Wir haben hier zur Auswahl Holzschild, Krummsäbel... Druidenlederrüstung, druidischer Fokus, oder Holzschild oder Krummsäbel oder einen Kampfstab oder einen Speer, einen Streitkolf, einen Knüppel, einen Dolch, ein Beil. Also es gibt einiges zur Auswahl. Meine liebe Frau, Sie werden um eine Antwort gebeten. Sie mögen jetzt sprechen oder für immer schweigen. Nehmen wir mal an, mit einem Holzschild bist du ganz gut dabei. Schild und Krummsäbel. Alles klar, gut, dann Schild und Krummsäbel. Wir nehmen eine Entdeckerausrüstung, weil das ist alles, was ich halt zur Verfügung habe. Okay, damit ist das zumindest einmal klar. Was diese Sachen dann machen im Spiel, jetzt bin ich so gewohnt, dass ich da oben in die Webcam reinschaue, aber ihr könnt mich halt nicht sehen. Weil dann da das, ja, Charaktermodell ist. So. Aber jetzt könnte ich vielleicht versuchen, sie wieder dazu zu schalten. Das ist sowieso erst einmal nur Default. Was soll sie denn für einen Hintergrund haben? Eine Akademikerin, eine Tempeldienerin, Asket, Gesetzeshüter. Wanderin scheint passend. Okay, dann nehmen wir einen Wanderer. So, und jetzt kommt etwas, was ich euch kurz noch einmal so einblenden kann. Das ist etwas, was sich von D&D 5 unterscheidet. Das weiß ich nämlich nicht, was das bedeutet.
Wanderer, geübt in Überlebenskunst und Naturkunde, geübt mit Schmiedewerkzeug und Kräuterkunde-Ausrüstung. Und als Hintergrund, genau, da haben wir dann die Entdeckerausrüstung, Fackel, einfache Kleidung, Kräuterkunde-Ausrüstung. Und was diese Sachen hier bedeuten, das weiß ich noch nicht. Hintergrund Wesenszüge. Vorsichtig, egoistisch, pragmatisch oder Güte. Vorsicht und Güte, okay. Wenn ich das nämlich nehme, achtet einmal darauf, wie sich da unten links etwas verändert. Und das weiß ich eben noch nicht, was das bedeutet. Zwanglos, Persönlichkeitswert 8. Umgangssprache, Persönlichkeitswert 15. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir aber... Moment, ich brauche wieder die Cam. Das werden wir aber hoffentlich herausfinden. Und dann habe ich hier noch zwei zusätzliche Wesenszüge. Hier haben wir halt wieder diese typische gut-böse, gerecht, also rechtschaffen und chaotische Achse, wie man das eben hat bei der Gesinnung. Was würde denn auf deine Druidin hindeuten, liebe Frau? Vorsicht und Güte. Also Vorsicht und Güte, und wir bleiben weiterhin bei Vorsicht und Güte. Güte wäre gut, das heißt, da steigt etwas. Was ist denn das? Das will ich mir jetzt mal ausmalen. Aha. Wenn ich Güte nehme, dann ist das bläulich hinterlegt. Das heißt, bei Güte ist es 21. Du kannst doch was anderes nehmen, weil der Druidin wäre zum Beispiel ja doch etwas neutral. Pragmatisch. I don't know. Es ist dein Charakter. Ihr erstellt die Charaktere, und das ist ja das, was ich so toll finde. Ihr erstellt die Charaktere und ich muss damit arbeiten. Etwas, was mich schon immer fasziniert hat. Bin ich mal gespannt. Während du das zum Beispiel siehst, dann Isendan, kannst du dir vielleicht auch schon Gedanken machen in Form von, was, ja, was es denn sein sollte, beziehungsweise was halt eben als Hintergrund dabei herauskommt. Meine liebe Frau ist noch eifrig am Tippen. Man darf gespannt sein. Und am besten kurz fassen und keine elendlangen Romane schreiben. Ja, sie ist neutral, aber sie ist weder rechtschaffen, autoritär, gierig, gewaltig, egoistisch, zynisch, pragmatisch oder altruistisch. Bleibt nur Güte und vorsichtig. Na gut, anhand von dem entwickelt sich da unten ja dann die Persönlichkeit. Also, du bist gütig mit 21, vorsichtig mit 18. Dieser Charakter verwendet meist eine saloppe Umgangssprache und streut zuweilen derbe und vulgäre Ausdrücke ein. Okay. Zwanglos. Dieser Charakter spricht wie die meisten Leute, weder sonderlich förmlich noch sonderlich umgangssprachlich. Okay, na dann mach mal, ja, Hintergrund vorsichtig, Güte und Güte und vorsichtig, dann bleibt es dabei. Und hier kommen wir jetzt zum Kern. Hier steht jetzt, das könnt ihr leider nicht sehen, aber ich lese euch das vor, da steht, als Druide sind deine wichtigsten Attributswerte Weisheit, Konstitution und Geschicklichkeit. Und wir werden jetzt schauen, dass wir da... Ich werde das so machen, pro Charakter, da wir 4 Leute gefunden haben, naja, Pragmatismus ist das Neutralste überhaupt, du machst das, was notwendig ist, unabhängig davon, wie andere es sehen. True, that's true. Wir haben da eine 16, eine 13, eine 13, eine 10, eine 9, eine 8. Well, let's give it a shot. Well, this is noch schlechter. This is half decent. This ain't bad. Damit kann man arbeiten. Meine liebe Frau, wir werden leider deine Druide nicht so zustande bringen, wie sie bei uns in der D&D-Session ist. So. Wollen wir das so lassen oder soll ich das Ganze... Soll ich dem Ganzen noch einen Versuch geben? Das war jetzt das zweite Mal gererollt. Oder sagst du, es ist dir zu riskant, arbeite damit? Ist die Frage, darf man dann zu dem Wurf zu... Nein, darf man nicht! Wir sind leider nicht in Baldur's Gate, sondern in Solasta. Ja, im Prinzip darf ich so oft neu würfeln, wie ich möchte. Aber ich mag jetzt nicht die ganze Zeit hier auf Power Creeping machen, deswegen habe ich gesagt...
Ja, hallo, Xero. Du kommst gerade richtig. Grüß dich, grüß dich. Habe ich dich bei Apex Legends unterbrochen, ja? Aber es freut mich, dass du eingeschalten hast, ja, weil deine Anwesenheit wird benötigt. So. Liebe Zuschauer, es darf eifrig drauf gespannt werden. Eine Frau muss sich entscheiden. Nee, läuft eh Müll. Alles klar, Xero. Also nicht wirklich was versäumt, meinst du, oder wie? Weisheit könnte 18 und Int 16. An sich nicht schlecht. Mit Geschick 14 und Stärke 19. Klingt nicht schlecht. Also soll ich es noch einmal versuchen zum Rerollen? Maximal viermal, das wäre das dritte Mal. Der vierte ist dann, ja, Pop oder Drop, das muss dann her. Dann lass es, ich kenne mein Glück. Naja, noch hast du ja zweimal die Chance auf dein Glück. Ich weiß gerade, das ist momentan nicht sehr viel sehr spannend. Nicht nur mehr einmal. Nein, zweimal habe ich gerollt, oder? Chat, lasst mich mal. Nein, ich glaube, ich habe zweimal gerollt. I don't know. Zweimal, ja, denke ich mir. Zweimal habe ich, ja. Also, es könnte noch. Ist trotzdem. Ja, es ist immer. Würfeln ist Risiko. Deswegen immer, entweder Hop oder Drop. So schlecht finde ich schon das Charaktermodell gar nicht. Nee, lass es, hab's. Okay, du hast zu sehr Angst. Okay, dann außerdem genießt dein Stream höhere Priorität. Xero, das ehrt mich in allen Belangen, ja. Wie ihr sehen könnt, mein Stream ist hauptsächlich von euch besucht. Es sind meistens immer dieselben Leute. Am Ende habe ich nur 999. Nee, das geht glaube ich gar nicht. Das kann gar nicht passieren. Aber wenn du sagst, du möchtest das so belassen, dann belassen wir es so. Okay. Wohin soll die neuen? Ich vermute mal entweder in Charisma oder Stärke, weil das für dich ein Dumpstep ist. Wir fangen mit dem niedrigsten Wert an. Die 9 in die Stärke, alles klar. Okay, der höchste Wurf, die 16, wo kommt die hin? Wo wohl? Naja, okay, in Konstitution, alles klar, ja. Nee, okay, Charisma, hast recht, ja. Nein, Weisheit nehme ich an, ne? Ja, okay. Die 15. Wo stopft man die hin? Würfel mal Humor. Ja, das geht nur bei Uni. Wait a minute. Ja, jetzt kommt das nämlich. Das ist nämlich das, was dann hinzukommt, weil sie halt eben eine Waldelfe ist, bekommen Elfen nämlich plus 2 auf Geschicklichkeit. Ja, weil du eine Elfe bist. Liebe Frau, wie lange spielen wir jetzt schon D&D 5? Ah, nicht seit vorgestern, ja. Du kriegst plus 2 Geschicklichkeit, plus 1 Weisheit. Steht ja auch da unten hier. Plus 2 durch Herkunft, plus 1 durch Herkunft. Die 15 in Geschicklichkeit. Well then. Frau, wir müssen uns entscheiden. Ich hör sie schon im Hintergrund wieder tuscheln, ne? Okay, wohin die 14? Die 14 in die Intelligenz, okay? Dann bleibt nur das und das. Yeah, aye. Okay. Na dann. So soll es sein. Gut, unsere Fertigkeiten. Weil eine Klasse hat bestimmte Fertigkeiten. Die sind jetzt ein bisschen schwierig zum Lesen, was da steht. Durch deine Herkunftsklasse und deinen Hintergrund kannst du Übungspunkte und Fertigkeiten, Werkzeuge, Talente und Sprachen investieren. Als Klassenfertigkeit hast du hier zwei Stück. Oder? Hast du zwei? Moment. Wie geht das? Achso, ich muss da reindrücken. Okay. So, ja, zwei kannst du setzen. Was darf es denn sein? Tiere und Heilkunde, okay. Mit Tieren umgehen machen wir zu 5 und Heilkunde somit auch auf eine 5. Alles klar?
Dann hast du Schmiedewerkzeug, Waff. Wow, also der Druide ist, kann man nicht sagen. Gemeinsprache, druidisch, zwergisch, elfisch, halblingisch. Also wenn ihr mal einen Dolmetscher in der Gruppe braucht, die Frau macht's. So, ein Druide kann natürlich auch noch zaubern. Wer hätte das gedacht? Wir sehen hier, Cantrips heißt quasi übersetzt so viel wie, was war Cantrip nochmal? Zaubertricks, genau. Ja, das sind halt so kleinere Zauberspielereichen, die der Charakter kann. Ah Mist, ich hatte den Knüppel nehmen sollen. Ja, kann man immer noch nehmen. Ja, jetzt ist es ein bisschen schwierig. Wir werden das Beste aus der Situation machen. Gift. Also einmal Gift versprühen. Sprühe Gift auf einen sichtbaren Gegner in Reichweite. Ein Ziel, Reichweite 2. Macht Giftschaden. Einen geht noch. Oder meintest du mit Gift giftiger Stachel? I don't know. Für weitere Informationen Alt gedrückt halten. Okay. Giftiger Stachel. Ein Knochenstachel, der sein Ziel durchbohrt und vergiftet. Macht 1d6 Schaden plus 1d4 Giftschaden und ist ein einfacher Fernkampftreffer. Dauer sofort, eine Aktion bei Wirkungsstufen 5, 11 und 17 plus einen Würfel. Okay, das ist dann. Und das Versprühen? Naja, das kennen wir ja. 1d12 Giftschaden, Rettungswurf zum Negieren. Das ist gleich geblieben. Konstitutionsrettungswurf, ja. Ich sehe schon, wahrscheinlich Xero ist komplett verwirrt. Aber das werden wir schon machen, Xero. Glaub's mir, ja? Du erstellst hier deinen allerersten, wahrscheinlich nicht deinen allerersten, aber mit mir deinen allerersten Pen-and-Paper-Charakter. Dann den Stachel. Also statt Gift versprühen den Stachel. Yes. Ja! Okay, was ist der zweite Zauber, was es sein soll? Ja, bin ich. Na, das freut mich. Ich hoffe, ihr habt da genauso viel Spaß. Und Leute, ich habe mich wahnsinnig auf diesen Stream diese Woche schon gefreut. Ich will endlich weitermachen mit Dead Space. Wie ihr gesehen habt, bin ich ja auch dabei, die Videos und Parts hochzuladen auf YouTube. Es macht wieder unglaublichen Spaß und ja, ich bin motiviert, I'm hyped. Was machen lästige Bienen? Naja, lästig sein im Gang eigentlich. Das Ziel sieht das Trugbild einer lästigen Biene und hat dadurch bis zum Beginn seines nächsten Zuges einen Nachteil bei Konzentrationsproben. Verursacht. Es wird durch eine lästige Biene abgelenkt. Nachteil bei Konzentration bis zum nächsten Zug und macht 1d4 Schaden. Ein Ziel, Dauer eine Runde, Reichweite 12 Felder. Oder Glanz. Glanz. Ziel auf bis zu 3 Objekte, die erleuchtet werden können und entzünde sie sofort. Also mit anderen Worten, sie leuchten. Das ist jetzt vielleicht für dich nicht so wichtig, weil du hast Dunkelsicht. Ich glaube, es ist ganz gut, dass er mit meiner Frau zuerst angefangen hat. Weil sie scheint ein bisschen länger zu brauchen. Zum Support. Also Glanz, oder wie? Nee. Resistenzen. Ah, also Resistenz. Gewähre einem Verbündeten einen einmaligen Bonus auf Rettungswürfe. Füge 1d4 zu einem Rettungswurf hinzu. Das möchtest du haben. Yes, na dann nehmen wir das. Okay, und dann haben wir das persönliche Erscheinungsbild. Ich nehme mal an, dein Vorname ist dieser hier. Grüne Haare, ja, wer hätte das gedacht? Lila Augen, wer hätte das gedacht? Moment, ich bin noch nicht so schnell. Familie. Okay. Wie war dein Nachname? So irgendwie, oder? Ah, Moment, ja, die Webcam ist im Weg. Verzeihung. Also, da war irgendwie noch so ein Apostroph dazwischen, glaube ich, oder? Ich glaube, so wurde sie geschrieben. Beim I. Okay, na dann habe ich es eh richtig geschrieben. Yes, yes. Okay. Die gute Andrasten Nailo. Oder Nailo, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Wie viele Gesichter gibt es denn? Na, so ein paar. So, Hautfarbe, Körperschmuck. So, wir haben ja gesagt, Narbenfriss.
Frisur, was gibt's denn? Ey, Frauen und Frisuren, das kann jetzt da länger dauern wieder. Ich glaube, ich nehme etwas, was lange Haare hat. Das geht am einfachsten, oder? Wie so etwas. Das ist zu kurz. Ah, zu glatt. Ah, das macht einen dicken Hintern. Ah, viel zu wellig. Ah, viel zu eintönig. Ja. Das geht jetzt so lange, bis wir wieder bei der Frisur waren, wo wir angefangen haben, Leute. Ja. This looks alright. So, grüne Haare hast du gesagt. So, so ein dunkelgrün nehme ich an. Die Augenfarbe machen wir lila. Eher ein dunkleres oder ein helleres Lila? Zwischen den beiden Sachen ist das viel zu flippig. Ja, entschuldige. Der Isendan weiß genau, was ich da angespielt habe. Viel zu flippig hast du übersprungen. Yes, yes, yes. So. Ich glaube, das Optische übernehme ich für euch, weil das wird vielleicht ein bisschen zu lange. Gesicht 5. Oder es sei denn, ihr könnt euch da schnell... Yes, mach ruhig. Ah, das sieht auch zu... zu hippig aus. Zu simpel. Gesicht 1, Gesicht 6. Ah, da hat es eine eingedrückte Nase. Ja, das geht. Was ist Körperschmuck? Ah, also Tattoos im Gesicht. Das ist ja cool. Keine Ahnung, ob die gute Tattoos hat im Gesicht oder nicht. Wett? Eigentlich nicht. Soll sie welche haben oder darf sie keine haben? Okay, na dann darf sie welche haben. Schauen wir mal, ob es etwas gibt, was mir persönlich jetzt gefällt und jetzt der Ästhetik des Charakters nicht so arg im Wege steht. Ich fand das mit diesen Tribals jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Das hier. So in schwarz. Ah, weißes Ass. White looks goofy. Wähle eine Frisur, 2 Stunden später. Ich nehme doch Frisur ein. Ja, genau das. Genau das. Genau das gefiel mir auch. Okay, die Hautfarbe. Was haben wir denn da? Ein bisschen fleischiger vielleicht sein. Ein bisschen heller vielleicht. Das ist, glaube ich, schon das Hellste. Na, das wäre heller noch, ja. Ja, okay. Narben, ich glaube, deine Figur darf keine Narben besitzen. Alter. Oh, Pronomen. Input your backstory. Wow, das kann ich auch noch machen. Kommt auf die Narbe drauf an. Ich weiß nicht, was es da für Narben gibt. Könnte man schauen. So eine Bärenpranke oder Wolfspranke übers Gesicht. Eine ziemlich hässlich dicke Narbe über die Wange. Oder einmal quer so à la Squall aus Final Fantasy 8. Aber ganz ehrlich, das ist voll okay für den ihren Style, was sie da gemacht haben. Zwei kleine auf der Nase. Eine hier auf der Seite. Ah, das sieht wie eine Brandwunde aus, aber trotzdem ganz cool. Das schaut aus, als ob sie es gerade entzündet hätte. Da eine über die Lippe. Ah, da ist so eine kleine auf der Nase. Hier auf der Wange. Oder da oben. Ah, das auf der Augenbraune, finde ich, schaut gar nicht so schlecht aus. Da oben auf der Stirn. Okay, Narbe 1 ist dann nichts. Ja? Ich meine, ist ja gar nicht so schlecht, dass wir das jetzt einmal am Anfang sehen. Dann weiß man gleich, was da mal so kommen kann. Ja, entweder kleine Narbe, Nase, Wange, Stirn oder die Pranke am Auge. Oder nichts. Okay, weil ansonsten hätte ich vielleicht... Na, dann lassen wir... Die Frau muss ein hübsches Gesicht haben. Sind wir ganz ehrlich. Alter. Was ändert sich? Aha, da kriegt sie halt Falten. Wobei Elfen eigentlich sehr, sehr lange leben und somit eigentlich immer jung ausschauen. Jetzt ist die Frage, was ändert sich bei Statur? Ah, da wird sie bulliger. Ich glaube, das garantiert nicht, dass es so ist. Ja? So, Stimme. Push! I needed that. Good arms you got. Okay, das klingt wieder her. Das klingt wieder heroische Barbarin. Bleed! Pay attention! Clumsy! I'm pretty sure my girl likes Sound 2. Didn't think you could do it. Damn it. Yes, I'll go with this one. Okay. Uvu, ja, uvu. Okay. So, unsere erste Heldin steht. Jetzt habe ich sie halt zweimal, weil einmal habe ich sie mal so als
Test erstellt, aber das ist unsere erste Heldin. So, Freiwillige vor, Xero oder Isendan? Aber bitte keine Anime, nee, es gibt sowieso nur die drei. Ich mach dieses Anime-Porno-Gequietsche mag ich selber nicht. Das geht mir auf die Nüsse. Sam, Xero, traust du dich schon? Oder soll ich, ja? Xero, magst du wirklich, ja? Also, Xero, ich muss wirklich sagen, also an euch alle vier, vielen, vielen Dank, dass ihr da mitmacht. Das, glaube ich, das wird garantiert eine ziemlich lustige und witzige Erfahrung, damit ihr mal wisst, wie lange das Spiel überhaupt ist. Ich habe das heute mal so gegoogelt. Je nachdem, wie viel man halt macht, sind es so circa zwischen, ja, 40 bis 60 Stunden. Halt so Hauptstory mit ein bisschen Nebenquests sind so 40, 45 Stunden. Wenn man sagt, man macht noch ein bisschen mehr, kommt man raus auf die 55 und wirklich alles sind dann so 58 Stunden plus, ja. I'm ready for fuck off. Okay, Xero, wir werden das schon schaukeln. Mein Meister, euer Hochwürden, ich schalte kurz meine Webcam aus. Was dürfte es denn für eine Klasse für sie sein? Klasse, für eine Rasse. Ich werde dir versuchen, das alles im Einzelnen zu erklären. Das heißt, für alle, die was dazuschauen, bitte ich etwas Geduld zu haben. Der gute Xero macht das wahrscheinlich jetzt zum allerersten Mal. Das heißt, er hat keine Ahnung von der ganzen Sache. Also ich sage einmal, wenn ich dich identifizieren würde, Xero, dann bist du für mich ein Zwerg. Sage ich jetzt, ohne das Böse zu meinen. Aber es ist dein Charakter, du interpretierst ihn. Ah, ja. Isen. Danke, Isendan, danke, danke. Ey, ich habe auch zugestimmt. Stimmt, du hast auch zugestimmt, ja? Aber ich sehe, er grübelt und studiert. Grübel und studier, warum fahr man nicht zu dir? Küss die Hand, ja. Oder was ich ihm auch sehe, auch wenn er das komplette Gegenteil davon ist, wäre ein Halbling. Ich stelle mir den Xero eigentlich doch so als, ja, entweder muskelbepackter Zwerg vor oder einfach nur so wie so eine kleine diebische Elster. Aber das muss er natürlich selber am besten wissen. Was wäre ein Tank bzw. Angreifer? Das ist schwierig zu sagen. Das kommt immer darauf an, was du spielen kannst. Im Endeffekt kannst du auch als Druide eine Art Tank sein. Wenn du zum Beispiel... Druiden können sich später in Tiere verwandeln. Zum Beispiel in Bären oder in Raubkatzen. Und je nachdem, was die halt sind, können sie dabei auch als Tank fungieren. So die richtigen Tanks, jetzt da ist hier jetzt noch nicht dabei, was die Rasse angeht. Dann aber so ein wadenbeißer Halbling wie Dimitri, okay? Also ein Halbling. Gut, dann werde ich dir das mal versuchen, genau zu erklären. Achso, I agree. Was wäre ein... Achso, dann... Entschuldigung. Ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Es war heute sehr, sehr viel Input wieder am Schalter. Also ein Tank kann halt vieles sein. Es kann Paladin sein, es kann auch ein Kleriker sein. Das kann ein Barbar sein, das kann ein Kämpfer sein, das kann ein Waldläufer sein. Im Endeffekt kann fast jede Klasse etwas übernehmen in Dungeons & Dragons 5. Natürlich, wenn du jetzt sagst, rein Tank in Form von muskelbepackter Superheld, wäre natürlich der Barbar am höchsten, weil der hat den größten Trefferwürfel. Und da sei aber nur schon gesagt, das möchte ich halt vorweg, beziehungsweise das war wahrscheinlich nicht sehr überraschend, dass Uni gesagt hat, er würde ganz gerne einen Barbar spielen wollen, ja? Rassen bringen, genau, um das dir mal zu erklären, Rassen in diesem Spiel bringen dir bestimmte Boni. Zum Beispiel ein Elf ist zwar etwas schlaksiger, aber ist auf jeden Fall halt nicht so muskelbepackt wie ein Halborg, weil ein Halborg halt eben Stärke und Konstitution gibt, ja? Und zum Beispiel die Zwerge sind allesamt sehr robust. Deswegen bekommen sie zum Beispiel Konstitution. Konstitution heißt, wie viele Trefferpunkte du hast. Halbelfen zum Beispiel erhöhen ihr Charisma und können zwei andere Werte hier um jeweils einen Punkt erhöhen. Also jede Rasse gibt halt so seinen Vorteil, zum Beispiel Drachenblütige zwei Stärke und ein Charisma.
damit du das einmal weißt. Stärke ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend. Sagt halt einfach, wie stark du bist oder wie gut du triffst und wie viel Sachen du mit dir rumtragen kannst. Geschicklichkeit ist ebenfalls so ähnlich wie Stärke. Es gibt verschiedene Waffen, die auf Stärke, also auf Geschicklichkeit skalieren. Wenn du zum Beispiel gerne für den Fernkampf zum haben bist, dann bist du mit Geschicklichkeit besser aufgehoben. Konstitution ist quasi die grundlegende Sache. Wie viel kann dein Charakter einstecken, bevor er zu Boden geht? Das ist größtenteils Konstitution. Intelligenz ist eher für Zauberklassen wichtig, wie zum Beispiel einen Magier. Je mehr Intelligenz er hat, desto mehr kann er sich merken. Weisheit ist wieder so etwas, wovon andere Klassen profitieren. Oder auch andere Rassen davon, wenn du zum Beispiel ein Kleriker bist. Also ein Kleriker ist zum Beispiel so eine Art Götterkrieger, Götterkämpfer, der halt einen bestimmten Glauben hat und dieser Glauben gewährt ihm die Macht, im Kampf Zauber zu wirken oder diese Zauber auf zu andere Leute zu sprechen, um sie zu supporten. Daraus bezieht er die Weisheit. Die Weisheit ist zum Beispiel auch für einen Druiden ganz interessant und wichtig, weil er ebenfalls seine Zauber dafür benutzt, genauso wie zum Beispiel für einen Barden. Was kann der Mensch? Der Mensch hat den Vorteil, Menschen sind Allrounder, die bekommen plus 1 auf alle Werte, wie du hier siehst. Sie können sich 6 Felder weit bewegen, wie die meisten Klassen. Die einzige Ausnahme dafür sind die Elfen und die Zwerge sowie die Halblinge, die können sich jeweils nur 5 bewegen, weil sie halt, ja, sie haben halt kleinere Füße, die können halt nicht so weit laufen. Und der Elf kann halt, ja, weil er halt eben schlaksig und dünn ist, bis ein Feld mehr laufen. Das klingt jetzt einmal auf den ersten Moment besser, macht aber vom Balancing jetzt nicht so viel aus, ja. Was kann der Mensch sein? Wer hätte es gedacht? Aber auch ein Mensch ist vollkommen in Ordnung in der Welt von Fantasy oder generell in der D&D-Welt. So, lieber Xero, was darf's denn sein? Wir können das auch so machen, Xero, vielleicht wenn das für dich einfach ist. Du kannst ja gerne ins Discord kommen und ja, wir... Kein Plan, was ich nehmen soll, ja? Was sagt deine innere Stimme dir? Höre auf den Chat. Sei der Zwerg. Sei der Zwerg. Das, was... Genau. Nicht... Lass dich gar nicht so sehr von den Werten beeinflussen, Xero. Nimm das, worauf du Lust hast. Das ist das Wichtigste bei einem Pen and Paper. Gar nicht so sehr sagen, ja, nimm das, weil da hast du da mehr. Spiel das, worauf du Lust hast. Wenn du sagst, du möchtest ganz gern ein Zwergbade sein oder so etwas, dann mach es. Go for it. Lass dich gar nicht so sehr von Werte oder sonst etwas verwirren in Form von, dass der dann einen höheren Wert hat wie ich oder so. Spiel das, worauf du Lust hast. Glaub mir, das ist der Kern bei D&D. Du sollst etwas spielen, was dir Spaß macht. Was, ob das einen anderen interessiert oder Spaß macht, das kann dir komplett egal sein. Soll ich dir vielleicht ein bisschen helfen? Magst du ins Discord kommen und wir... Dann höre auf uns und nimm den Zwerg, ja? Egal was ist, nimm den Zwerg. Das Ding ist die Spielechance, in der ich mich identifizieren kann, also nehme ich Mensch. Okay, dann nimmst du den Mensch. Ich nehme an, einen männlichen Mensch. Na dann, Dab Bunny, genau. Ordentlich dabben hier. Bitte danke. Na, dann nehmen wir den Menschen. Warum nicht, ja? So, hier kommt jetzt dann das, was du verkörperst, was du bist, was du sein möchtest. Möchtest du ein grober Barbar sein? Möchtest du ein Barde sein? Möchtest du ein Kleriker sein? Möchtest du ein Druide sein oder ein Kämpfer? Oder vielleicht ein Mönch, ein Schurke, ein Waldläufer, ein Paladin? Oder vielleicht doch wie etwas Gelehrtes, wie ein Magier oder vielleicht etwas, der
seine Macht geliehen bekommen, der die Macht zu zaubern geliehen bekommen hat von einer höheren Entität. Oder vielleicht jemand, der einfach mit dieser Gabe geboren ist, zu zaubern. Oh, jetzt kommt. Was ist der Unterschied zwischen Zauber, Magier und Hexenmeister? Das ist voll okay, er kann fragen. Wenn er das möchte, kann ich alles erklären. Deswegen habe ich es eigentlich auch schon so ausgekreidet. Aber ich sehe Xero nicht als eine Form der, wie soll ich sagen, Gelehrten oder was. Also ich glaube nicht, dass er sich für Magie so stark interessiert. Ja, Xero ist definitiv eine Art Haut-drauf-Typi, der aber seine Kompagnons definitiv nicht im Stich lässt. Oder er ist ein Schlitzohr und versucht anderen Leuten von seinem Geld zu befreien, um sich so seine Taschen zu bereichern. Ja? Nimm's von den Reichen und gib's den Armen. Problem ist, ich hasse Uni gerade, dass er einen Klopper haben will, weil ich auch mehr Angreifertyp bin. Hashtag Unipfui. Du weißt, dass ich das hochladen werde auf YouTube. Dann nimm auch ein Angreifertyp, ist ja vollkommen okay. Du kannst ja gerne ein Kämpfer sein. Why not? Oder vielleicht ein Paladin. Und nein, Paladine müssen nicht unbedingt die Shining Knights in silberner Rüstung sein. Das ist in dieser Version nicht unbedingt notwendig. Eine Basis zwischen Kämpfer und Heiler wäre ja ganz praktisch. Dann Paladin oder wenn du sagst, dann doch mehr vielleicht in Richtung noch mehr heilen oder was, dann vielleicht ein Kleriker. Kleriker sind jetzt vielleicht nicht die allerbesten Kämpfer, also jetzt noch nicht am Anfang, aber das entwickelt sich. Paladin, okay. Ein Paladin. So, Paladine, du bist geübt in Weisheit und Charisma. Das heißt, ein Paladin taucht immer quasi dort auf, wo er benötigt wird und gibt den Leuten Mut. Du hast Sachen wie, du kannst leichte Rüstung tragen, mittelschwere Rüstung, schwere Rüstung und ein Schild. Also, du bist tanky, was das angeht. Du hast das göttliche Gespür, du findest himmlische Wesen, Unholde und Untote. Du bekommst als Fähigkeit Hand auflegen, das heißt, du kannst andere heilen oder dich heilen. Du kannst Gifte neutralisieren, du kannst Krankheiten heilen. Ich manage euch schon, Isen, dann keine Sorge, Deppani. Weisheit und Charisma, exakt mein Charakter. Na dann, well, okay. Dann sag mir noch, wie dein Paladin von Anfang an ausgerüstet sein soll. Soll er Schwert und Schild? Also, das ist deine Statusrüstung, dass du weißt, ja. Er beginnt entweder mit einer Priesterausrüstung oder einer Entdeckerausrüstung. Der Unterschied hierfür ist, wenn ich da drüber fahre, dann kann man das sehen. Moment, ich werde wieder meine Cam einschalten, dann wird das Ganze ein bisschen persönlicher. Du hast einen Rucksack, 5 Fackeln, Rationsbeutel, Heilmittel, Projektilteile, ein kleiner Schmiedewerkzeugsatz. Bei der Priesterausrüstung. Hallo? Ah, hier. Hast du auch einen Rucksack, 2 Kerzen, ein Rationsbeutel, ein Heilmittel, ein Herstellungshandbuch, Schriftrolle der Wundheilung und eine Schriftrolle der Wiederbelebung. Damn. They weren't kidding. This is nice. Soll er eher eine Priesterausrüstung? Okay. Den Kettenpanzer hast du automatisch. Dein heiliges Symbol ist quasi wichtig, dass du zaubern kannst. Zaubern kommt aber erst später hinzu. Das sind dann aber auch Sachen, die du gar nicht so wissen musst. Das weiß dann ich und da manage ich euch dann schon. Ja? So, du hast dann 5 Wurfspeere oder kannst halt nehmen entweder einen Dolch, Kampfstab, Streitkolben, Wurfspeer, Beil oder Dolch. Ich würde dir aber persönlich sagen, nimm lieber noch Wurfspeere, weil es oftmals sein kann, dass du vielleicht in den Fernkampf gezwungen wirst. Und ja, dann kannst du vielleicht gar nichts mehr machen. Das wäre etwas blöd. Ansonsten ist jetzt die Frage, Schild und, keine Ahnung, Kriegshammer, ein Zweihandhammer. Wobei, das sieht jetzt nicht sehr wie ein Zweihandhammer aus, ne? Oder vielleicht lieber ein Zweihandschwert.
Das ist jetzt komplett deine persönliche Präferenz, die du hier hast. Und keine Sorge, zweihändige Waffen sind jetzt nicht overpowered oder richten auf Dauer mehr Schaden an als einhändige Waffen. Ja, machen wir so. Was gibt es an Hauptwaffen? Es gibt, also das sind jetzt Waffen, also Hauptwaffen gibt es mehr, aber das sind jetzt die Sachen, die du halt haben kannst. Eine Axt, eine Zweihandaxt, ein Zweihandschwert, ein Langschwert, ein Zweihandhammer, einen Morgenstern, ein Rapier, ein Krummsäbel, ein Kurzschwert, ein zweites Kurzschwert und einen Kriegshammer. Also das wäre die Version, oder du hast halt eben dann die andere. Langschwert und Schild. Okay, Classic. Classic. Passt. Langschwert und Schild. Er geht mit Langschwert und Schild. Das ist wunderbar. Okay. So, jetzt haben wir ja, da du ein Paladin bist, bist du quasi einen Gott verbunden. Und das ist eine persönliche Entscheidung. Ich werde das da wieder deaktivieren, weil sonst kann man das nicht lesen. Die Götter kenne ich selber auch nicht. Das sind quasi die, was Solaster selber kreiert hat. Arun einer Mareike, das klingt sehr weird. Und einen, den ich leider nicht habe, weil das ein DLC-Gott ist. Oder Pakri. Und alle Götter haben eine gewisse Gesinnung. Wie man sieht zum Beispiel, der ist rechtschaffen gut. Also du stehst halt unweigerlich für... Ich bin für Mareike, ja. Mareike wäre neutral gut. Die Göttin des Lebens und des Todes, die Schutzpatronin der Heiler und Einbalsamierer und die Verkörperung der universellen Gegensätze. Traditionell wird sie als Aruns Gemahlin betrachtet. Ihr Kult besteht aus zwei Orden. Der Orden der Herrschaft des Lebens bereist die Lande als Heiler und Verteidiger. Sie huldigen dem heiligen mütterlichen Aspekt Mareikes. Pakri, die Göttin des Rechts und des Wissens, Schutzpatronin der Richter und Anwälte, Lehrer, Bibliothekare und Gelehrten. Ich meine, das würde zu deiner adligen Abstammung halt passen, die wir dir übergeben im Stream. Also was ich gar nicht mal sehe, ist auf jeden Fall was irgendein extremes Rechtschaffenes. Da sehe ich den guten Xero gar nicht. Einer ist der Gott des Mutes und der Treue und Schutzpatronen der Paladine. Rechtschaffene Krieger und all jener, die Licht in die Dunkelheit tragen. Die Kirke Einers ist ein in drei Orden unterteilt. Die Klinge ist ein militärischer Orden und ein Bollwerk gegen das Chaos und das Böse. Der Schick hat sich als Orden dem Schutz der Gemeinschaft verschrieben. Das Leuchtfeuer ist ein Orden von Wanderpetrigern und Popoklatschern. Das klingt absolut schrecklich. Ich würde die Mareike nehmen. Die Mareike klingt doch gut, oder? Das wäre... Ich kann leider nicht einmal das anklicken, um zu schauen, was da steht. Was war Arun? Arun war neutral, okay. Gott der Elemente und Schutzpatron. Einer gefällt mir. Echt? Magst wirklich einer? Okay. If you say so, then let's go with Aina. So mag ich das, ja? Okay. Xero, um das Ganze etwas, also jetzt will ich sagen, beschleunigen, aber da würde ich ja immer als unseren König oder sonst etwas nehmen, würde ich wahrscheinlich entweder sagen, das Einzige, was hier zustande kommen wäre, wäre ein Adeliger. Wie gefällt dir das? Hochheilige Hochwürden, richtig, ja? Nein, kein Adeliger? Wie kommt's? Dann vielleicht lieber ein Akademiker. Oh, hochheilige Hochwürden. Aber lasst... Ja, er kann sich eh selber entscheiden. Das ist sein Charakter. Er kann machen damit, was er will. Vielleicht dann doch lieber ein Söldner. Okkultist. Ja, warum nicht? Es kann auch irgendwie okkulte Paladine geben. Wenn du dann sagst, in Richtung Form von Inquisitoren, sind auch Paladine. Das ist quasi das Oberhaupt deiner Kirche. Damn, ich meine, jetzt sind wir eine Stunde im Stream und wir sind gerade erst beim zweiten Charakter. Das heute noch was mit Dead Space wird? Ihr gebt mir den Titel, aber ich verachte jegliche Art von Adeligkeit. Okay, dann was soll er sonst sein? Aber hey, der Abend ist ja noch jung, deswegen habe ich extra ein bisschen früher angefangen. Aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht schon um 19 Uhr anfangen sollen. Aber hey, das macht Spaß. Und das ist das Wichtigste.
dann vielleicht ein Philosoph. Xero, du alter Philosoph, du, ja? Okay, geübt in Heilkunde und Einschüchtern, geübt mit Kräuterkunde-Ausrüstung. Wähle zwei zusätzliche Sprachen. Okay, dies hier muss ich ehrlich sagen, Xero, weiß ich nicht genau, was das ist. Das ist etwas, was sich von meinen Sachen unterscheidet, die ich in Dungeons & Dragons habe. Das hier widerspiegelt quasi deine, also spiegelt deine Persönlichkeit wieder. Es gibt in D&D immer zwei Achsen, es gibt immer gut und böse und chaotisch und rechtschaffen, also rechtschaffen halt eben gut, chaotisch eben für, ja, du hältst dich vielleicht an das Gesetz, aber du machst es halt nicht immer so, wie es gewünscht ist. Und ja, gut und böse ist halt ganz klar, einfach irgendwie einen Passanten auf der Straße umschnetzeln oder was ist jetzt nicht unbedingt gern gesehen in der Stadt. Das heißt, man muss halt mit Konsequenzen rechnen, wenn du den Adligen, die Kacker von den Schuhen schlägst, werden sie dich natürlich hoch anhimmeln, aber dann, was bleibt dann von deiner Würde übrig? Was soll er denn sein? Eher pragmatisch? Zynisch? Ich würde definitiv zynisch nehmen, garantiert. So wie ich unseren Xero kenne. Altruismus und Güte. Und dann gibt es noch Wesenszüge, die was deine, ja, Sachen hier beeinflussen, ne? Oh, hallo Nightbot. Es freut mich, dass du funktionierst und so gut hier rauskommst. Ich bin doch nicht zynisch. Nein! Und ich bin überhaupt nicht sarkastisch, Xero. Niemals! Außerdem gefällt mir das Kappa-Face am Ende. Ach komm, gib's zu. Zynisch? Wir sind beide zynisch. Also, gehe ich mal davon aus. Also zynisch. Also ich würde definitiv zynisch nehmen für ihn. Was darf das zweite sein? Güte und Zynismus. Okay, okay. Und deine Wesenszüge, die gleichen wie hier oder ist er da vielleicht ein bisschen anders? Was bist du denn? Du bist förmlich. Dieser Charakter bildet ganze Sätze mit technischem oder akademischem Vokabular. Xero! Das wollen wir ja gar nicht von dir kommen sehen. Er ist zwanglos. Dieser Charakter spricht wie die meisten Leute, weder sonderlich förmlich noch besonders umgangssprachlich. Zynismus. Eine Tendenz, Prinzipien und Werte zu verspotten. Soll er mehr in die Gerechtigkeitsschiene gehen oder vielleicht so ein bisschen was dazwischen? Hallo, ich kann auch gewählt ausdrücken. Entschuldige, ich habe nie was anderes bezweifelt, der Herr. Eure Hochwohlgeborenheit. Ja? Wohlan denn? Was tun wir hier, Xero? Welche Wesenszüge soll er denn haben? Ab mit dem Kopf! Das wäre dann gewalttätig. Bin echt gespannt, wie sich das hier, oder ob das halt einfach wirklich so gemacht ist, dass man sagt, okay, das wäre neutral und das wäre dann gut. Weiß nicht, wie sie das hier gemacht haben in dem Spiel. Das wird sich dann noch zeigen, wie sich eure Charaktere dann von mir, ja, lumpen lassen im Spiel. Also bleiben wir bei Güte und Zynisch. Altruismus und... Okay. Pragmatismus. Und... Okay. This is fine. Okay. So, jetzt haben wir hier deine Werte. Jetzt kannst du das nur leider nicht sehen. Ich schalte das kurz aus. Als Paladin sind natürlich deine wichtigsten Sachen, zum Beispiel die Stärke, das Charisma, weil es ist ganz besonders wichtig, dass du ja als förmliche Hochwohlgeborenheit mit den Leuten gut reden kannst. Und deine Konstitution natürlich, weil je mehr du davon hast, desto länger kannst du kämpfen und desto besser kannst du dich gegen Giften, Krankheiten oder sonst etwas dagegen wehren. Ich kann mal gleich sagen, ich glaube, das werde ich so
nicht nehmen, wie es ist. Das werden wir auf jeden Fall noch einmal erneut würfeln. Auch das ist ziemlicher Schmutz. This looks okay. Das ist nicht schlecht, aber das ist auch nicht das Beste. Das war jetzt zweimal rerollt, ja? Am I right? Es ist fast identisch zu Finus, ja? Fino hat, glaube ich, irgendwo noch eine 15, aber I'm not sure. Okay, ich werde noch einmal rerollen. Das möchte ich einfach für Xero abnehmen, weil das kann er natürlich nicht wissen, was das ist. This is nice. I think we'll go with this. Das ist ein Deal. So, Xero, damit wir das verstehen. Du als Haut-Rauf-Typi, natürlich möchtest du wahrscheinlich ordentlich Stärke haben, oder? Am I right, Xero? Die 15 in die Stärke? Okay. Wohin soll die 9? Machen wir so, 9, 13, genau, machen wir so, ja. Wohin darf die 9? Also quasi der schlechteste Wert. Hm? 9 in die Geschichte. Oh ja, kann er ruhig geben. Oh ja, kann er ruhig geben. Ist für ihn als Paladin kein Problem. Nein, das macht gar nichts. Er braucht Geschicklichkeit überhaupt nicht. Durch die Plus 1 als Mensch wird sowieso automatisch eine 10. Do it. Ja, klar. Er möchte es so, dann machen wir das so. Warum nicht? Okay, die 13. Wohin kommt die 13? Richtig, genau. Es ist sein Charakter. Er stellt sich das so vor. Weisheit, alles klar. Die 14. Wohin kommt die 14? Xero, ich bin begeistert. Ich finde toll, wie du das machst, ja. Und auch obwohl du jetzt nicht so viel Background-Wissen hast und ich dich halt doch mit Informationen zukleister, in die Intelligenz. Alles klar. Die 15 kommt wohin? Charisma, wunderbar. Dann bleibt nur noch mehr die 16 hier und wir haben einen Bombencharakter mit 16, 10, 17, 15, 14, 16. Das ist eine Kampfansage, ja? Gratuliere dir, Xero. Xero spielt Solaster durch. Xero hat gerade mit diesen Werten Solaster durchgespielt. Natürlich hätten die Werte jetzt noch besser sein können, aber da hätten wir jetzt ewig lang rerollen wollen und das möchte ich natürlich nicht, weil dann sieht man nur 20. Ihr seht schon, wie lange das dauert. Wir sind jetzt schon so eine Stunde 15 oder was hier drinnen. Okay. So, jetzt kommen die letzten Sachen. Du als Paladin hast ja natürlich eine gewisse... Ich werde wieder die Webcam wegmachen. Eine gewisse Art von Training genossen. Und kannst natürlich dann einige Sachen besser als wie andere. Zum Beispiel, ja... Du hast hier zwei Klassenfertigkeiten. Du könntest jetzt sagen, was immer du nehmen möchtest. Also das sind Sachen, die mit denen kein Charakter umgehen kann. Zum Beispiel mit Motiv erkennen kannst du herausfinden, ob jemand lügt oder ob er sich jetzt mit verschiedenen Worten versucht, etwas geheim zu halten. Du kannst jemanden versuchen einzuschüchtern, dass er dir sagt, was du haben möchtest. Du könntest sagen, per Athletik zum Beispiel, du bist gut in Klettern, Springen und Springen. Naja, auch wenn ich kein D&D oder Pen & Paper spiele, habe ich ja genug RPG erfahren. Ja, im Endeffekt ist es auch genau das. Es ist Rollenspiel, ne? Du könntest aber auch sagen, ja, als Paladin hätte ich ganz gern doch ein bisschen was von Religion. Dann weißt du etwas über besondere Riten oder über Götter oder besondere heilige Symbole, die irgendwo in der Welt vorkommen,
weil du halt eben einfach diese, ja, göttliche Ausbildung hinter dir gemacht hast. Wie du siehst, das Spiel lässt uns hier halt einfach nur diese Sachen übrig, wie athletisch, Motiv erkennen, Einschüchtern und Religion. Und zwei hast du hier zur Verfügung. Dann kommen noch die Sprachen, welche es dann gibt, und die kannst du dir auch noch aussuchen. Aber jetzt ist erstmal die Frage, in welche Richtung es denn gehen soll. Zum Beispiel Motiv erkennen spiegelt dein Charisma wieder. Das heißt, wenn du da etwas nimmst, wird dieser Wert ordentlich steigern. Richtig, du kannst zwei wählen, genau. Was? Nein, Motiv erkennen ist Weisheit. Stimmt, mein Fehler, danke. Einschüchtern wäre Charisma. Wenn du jemanden durch offene Drohung, feindliche Aktionen oder körperliche Gewalt beeinflussen willst, machst du eine Charisma-Probe, einschüchtern. Athletik. Deine Stärkeprobe Athletik bestimmt, wie gut du schwierige Situationen beim Klettern, Springen oder Schwimmen meisterst. Religion. Die Intelligenzprobe Religion misst dein Wissen über Gottheiten, Riten, Gebete, religiöse Hierarchien, heilige Symbole und die Praktiken geheimer Kulte. Ich find's echt gut, das muss man den Entwicklern lassen, dass alles auf Deutsch ist, soweit eigentlich ziemlich Quality Control betrieben ist, also ich sehe jetzt da keine Rechtschreibfehler oder so etwas. Religion und Einschüchtern. Finde ich toll. Wie du siehst, wenn ich das gebe, steigt Religion auf plus 4. Also diesen Wert musst du dir mal vorstellen, der wird im Hintergrund zu den Ganzen dann hinzuaddiert. Das kommt aber dann alles, so wie wir das spielen, und dein Einschüchtern ist auf plus 5. So, da. So, welche Sprachen gibt es denn eigentlich in dem Spiel? Wir haben, wow, du sprichst die Gemeinsprache, du kannst jetzt noch auswählen, eine zusätzliche Sprache und dann noch zwei Hintergrundsprachen. Was ist Alt-Tirmarisch? Eine uralte Sprache aus Tirma, der verlorenen Welt der Menschen. Sie wurde seit dem Kataklysmus weitergegeben und bewahrt. Okay. Ist offensichtlich eine eigene Sprache, die sie hier kreiert haben in ihrer Welt. Die würde ich fix nehmen. Ich glaube auch, dass die wahrscheinlich vorkommen wird in dem Spiel. Welche Sprachen soll denn dein Paladin noch beherrschen, Xero? Drei hast du zur Auswahl. Ja, erst einmal die Herkunftssprache, weil er halt ein Mensch ist, und dann halt aufgrund seines Hintergrundes. Alles, was neu und unbekannt ist, so würde ich das machen. Ja, so machst du das. Spionagecodebuch. Kannst du mit den meisten verschlüsselten Nachrichten lesen. Das kann wahrscheinlich dann der Schurke irgendwie. Schwierig, da man nicht weiß, wohin die Reihe... Ja, das macht aber auch eben den Reiz aus, ja. Und ich kann dir als Dungeon Master jetzt auch leider nicht sagen, wohin die Reise geht. Aber ich würde zum Beispiel mal sagen, Alt-Tirmarisch würde ich persönlich schon mal nehmen. Damit haben wir zumindest einen anderen abgedeckt, der das sprechen kann. Und du kannst sowieso drei verschiedene auswählen. Alttier, alles klar, das nimmt er. Okay, jetzt kommen die anderen dazu. Jetzt gäbe es noch Riesisch-Terral. Was ist Terral? Ein Dialekt der urtümlichen Sprachen, die von Kreaturen der Erdebene, der Elemente oder anderen Kreaturen, die anderweitig zur Erde in Beziehung stehen, gesprochen werden. Gut, Orkisch ist klar, die Sprache der Orks. Und Riesisch, okay. Ah, hier kann man das sehen, ob das vorkommt. Obwohl dieses Element Teil des Regelwerks und den Rollenspielwerken verwendet, gehört es nicht zur Hauptkampagne von Crown of the Magitar. Es ist jedoch im DLC Lost Valley vorhanden. Das ist gut, dass sie das hingeschrieben haben. Das heißt, Alt-Tirmarisch kommt auf jeden Fall vor. Drakonisch gehört nicht zur Hauptkampagne. Halblingisch genauso nicht, genauso wie Goblinisch. Und auch Terral nicht. Okay.
Geh dann nochmal zurück zu der Herkunftssprache. Kann ich. Hoppala. War eins zu weit. Wir hatten Einschüchtern und Religion. Bei Altstier ist das nicht dabei. Also kann ich. Kann er problemlos haben, ja. Sonst wäre da das Ausrufezeichen. Ja, das ist eigentlich sehr gut gemacht. So kann man sich nicht verskillen oder was Falsches nehmen, was gar nicht vorkommt. Orkisch und Zwergisch. Passt. Okay, passt. Wunderbar. So. Wie darf denn der gute Herold heißen, ja? Ich werde auf jeden Fall nämlich erst einmal wahrscheinlich die Hautfarbe ein bisschen ändern. Gehe ich mal davon aus. Dann spreche ich Sprachen, die nicht vorkommen. Na geil. OS, andere Sachen kommen ja eh vor. So ist es ja nicht. So, also ich muss auf jeden Fall mal einen Namen eingeben. Was ist das hier? Aha, okay, das ist die Herkunft. Hochheilige Hochwürde. Also quasi basically. Moment, ihr könnt es nicht sehen. Xero, Your Majesty. Avada Kedavra. Nicht nehmen. Ich dachte ich mir schon. Soll ich da vielleicht wieder so ein bisschen das persönliche Äußere machen? Ich meine, wie er heißt, kann ich ja. Also, wie er heißt, kannst du mir ja sagen. Es gibt doch sogar random. Viking. Frank. Erlenzweig. Das ist ein perfekter Vorname. Jeff. Dean. Bronla. Longus Schlongus. Angus Langus könnte es. Angus ist gut. Angus Doodley. Really? This is what you give me? Angus Doodley? Da kannst du ihn ja gleich so nennen, ja? Du kannst ihn gleich Dude Brody nennen. Ich meine, auch der Name spielt jetzt vielleicht nicht so eine gute Rolle, aber. Also da ich ja Xero weiß, wie er ausschaut, da kann ich mir so ein bisschen sein Bart vorstellen. Also Xero hat ja so ein bisschen so ein Kinnbart. Das würde ja passen. Eindeutig. Estus ist. So, ich werde Xero. Ja, so, das schaut schon hin. Xero, was hast denn du für eine Augenfarbe? Machen wir das so. Oh, jetzt kommt's. Was hat Isen dann da geklebt? Oh, je. Grün-grau. Okay. Grün-grau. Hoppala. Das war die Hautfarbe. Hat mich verdrückt. Was war das? Das hatte ich, glaube ich, oder? Oder eher das? Moment. Wir machen da erstmal grün-grau. Schauen wir mal, ob ich da so ein grün-grau wirklich habe. Ja. Heller? Nee, da war. Oder? War ich da? I don't know. Can't remember. Oh ja, das war's. Hast du recht, liebe Frau. Dankeschön. Körper. Mach einfach grün. Ja, grün sind sie doch schon. Was gibt's als Körper? Ah, das sind auch wieder. Das ist pretty much das. Na, ich glaube, das möchte Xero nicht. Soll er eine Narbe irgendwo haben? Was haben wir denn so als Frisur? Schaut so ein bisschen aus wie ein Wikinger. Also das hier. Nee, kahlköpfig auf jeden Fall nicht. Ey, der hat Fokuhila! Xero mit Fokuhila. Los geht's. Squallnarbe bitte. Alles klar, die gebe ich dir. Mal schauen, dass ich die passende so. Die hier vielleicht, oder was? Schauen wir mal, ob ich da die richtige finde. Ich find's toll, wie ihr euch da so engagiert, Leute, dabei. Finde ich großartig. Macht die Sache. Afro? Soll er ein Afro haben?
falls es einen Afro gibt. Ah, so einen wirklichen Afro. Hey! This looks pretty wicked. Ich kann schauen, ob es einen Afro gibt, aber ich glaube nicht. Da merkt man halt den Unterschied, das sind dieselben Frisuren, die bei der Frau sind, so ziemlich. Also, ja, da ist halt, da merkt man, das ist halt ein kleineres Studio. Die Haare waren gut. Also, welche? Die, was ich da hatte, oder wie? Moment. Die da? I think that's it, oder? Xero sitzt schon auf heißen Kohlen. Los, Leute, ich will durchstarten. Ja, als elf, ja? Okay, die Statur, ich glaube, wir machen dich ein bisschen beefiger, oder? Was man halt jetzt nicht machen kann, ist quasi hier rauszoomen. Das wäre ein bisschen praktisch, dass ich den Charakter besser sehen kann. So passt's. Okay. Er macht dich eine Spur älter, aber nicht zu alt. Ich glaube, das sieht doch ganz ordentlich aus. Oder? Nice. Nice. Chris Fleischfeld. Was soll ich ihm nennen, oder wie? Dieses Nice hätte direkt von ihm kommen können. Ah, cool. Okay. Ah, so, dann bleibt noch zu guter Letzt der Name. Haben wir schon einen Namen für unseren Paladin? Chris Fleischfeld, dann heißt er halt Chris Fleischfeld. Okay, warum nicht? Okay. A Field. Ah, oh, Verzeihung. My bad. Ja, schreit mich gleich an hier im Chat, ja. Okay. Pronomen bleiben wir bei er. Input your backstory. Keine Ahnung, ob man das noch dann dazugeben kann, aber ich find's cool, dass das. Chris Fleischfield. Okay. Schreibe ich an, ja? Okay. Xero, ich gratuliere. Ich habe sogar einen Erfolg von dir für dich bekommen. Wahrscheinlich erstelle einen Paladin. So, dann bleibt ja jetzt nur einer übrig. Und der gute Ethan dann kennt das meiste von D&D, glaube ich, ja? Und ich weiß auch, was er spielen möchte. Er möchte einen Dragonborn spielen. Ist jetzt die Frage, ich schalte noch einmal die Webcam aus. Was für ein Dragonborn? Welche Farbe? Es gibt Schwarz, Blau, Gold, Grün und Silber. Offensichtlich die anderen Farbigen durften sie dann vielleicht nicht nehmen. Was für ein Dragonborn soll es sein? Männlich, weiblich überhaupt? So ist einmal die Frage. Ah, nimm mal Silber. Okay. Silberner Dragonborn. Silberner ist stabil. Ich gehe mal sehr stark von einem männlichen Dragonborn aus, oder? Am I right, Sir? Lass die Echse mal mit Löritz. Was durch die Gitter mit so wieder? Wie soll ich das jetzt verstehen? Ich nehme mal an, das heißt männlich. Ich stehe gerade ein bisschen am Schlauch. Männlich, erstmal Kerl. Danke. Okay. Ich weiß schon, was er nehmen möchte. Der gute Isendan möchte ein Mönch sein. Löritz. Ich kenne die Bezeichnung, kenne ich nicht. Echt? Heißt das wirklich das? Ja. Okay, nein, die Bezeichnung habe ich noch nie gehört. Ah, okay, Weg da dran. War das beim. Okay. So. Ja gut, Löres ja, aber Löritz kannte ich jetzt nicht. So, beim Mönch, welche Traditionen soll er denn haben? Den Weg der offenen Hand? Weg des Überlebens? Weg des Lichts? Was ist da alles der Unterschied? Weg der offenen Hand. Stufe 3. Sobald du die Situation auf der dritten Stufe wählst, kannst du das Knie deines Gegners manipulieren, wenn du dein eigenes nutzt. Wenn du eine Kreatur mit einem der von deinem Schlaghaken gewährten Angriffe triffst, kannst du dieses Ziel mit einem der folgenden Effekte bewegen. Offene Hand. Okay. Isendan weiß schon, was er will.
So, deine Ausrüstung. Was soll es denn sein? Wir haben ein klassisches Mönchsgewand, Kurzschwert oder Kampfstab. Überleben ist Tank, dafür haben wir die anderen beiden. Lichts ist K. Ja, ja, Lichts weiß ich, aber muss ehrlich zugeben, in meinen Gruppen von D&D hat bisher, außer meiner Freundin, mit der ich zusammen gespielt habe, noch nie jemand einen Mönch gespielt. Außer jetzt bei Pathfinder auch, ja. Weil mich meine Frau gerade von der Seite so schief ansieht. Also, okay. Aber ich gehe mal. Ach, du hast auch noch nie Monk gespielt. Das heißt, das wird für dich auch eine Erfahrung, auch genauso wie für mich. Nimm mal den Stab. Okay, we go with the stab. Eine Gewölbeforscher-Ausrüstung, die beinhaltet Rucksack, Fackel, Rationsbeutel, Heiltrank, Gegengift, Projektilteile. Die Entdecker-Ausrüstung, Fackel, Rationsbeutel, Heilmitbringer, kleiner Schmiedewerkzeugsatz. Also Gewölbe oder Entdecker? In welche Richtung darf es gehen? Die Wurfpfeile bleiben ja sowieso. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde, die haben da wirklich sehr, sehr viel Liebe ins Detail gesteckt und sich sehr ans Original gehalten bei D&D 5. Da muss ich die Leute mal hier von, ich glaube, Tactical Adventures heißt der. Gewölbe würde ich spontan sagen. Ja, passt, dann nehmen wir die Gewölbe. Okay. So. Gut, du hast schon gesagt, du bist Künstler. Diese zusätzliche Änderung steht mit keiner bestimmten Questreihe aus der Hauptkampagne von Throne of the Magister in Verbindung. Okay. Aber wenn du sagst, haben sich sehr viele Gedanken gemacht. Nicht mehr gang und gäbe heutzutage. Definitiv. Also man sieht wirklich, dass diese Leute D&D oder Dungeons & Dragons lieben. Aber ich glaube, das ist dir persönlich egal, Isildan. Du sagst, du möchtest ein Künstler sein. So sei ein Künstler. Jetzt ist die Frage. Gier, Güte, Zynismus oder Egoismus? Bleibt hier zurück. Was ist denn da? Du hast Talente. Entweder ist es angeboren oder hast es dir über die Jahre durch harte Arbeit und Übung verdient. Aber es hat dich über die Runden gebracht. Ob Musik, Malerei, Bildhauerei, Schauspiel oder eine andere Form der Kunst. Dein Ruf eilt dir voraus und die Leute bezahlen für deine Werke. So, dann bleibt nur dein Hintergrund. Isildan. Zynismus und Gier. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und deine Gesinnung, in welche Richtung geht es da? Oh, jetzt habe ich hier echt zwei Leute, die was da zynisch durch die Gegend laufen. Das kann nur etwas werden. Pragmatismus, okay. Pragmatisch veranlagt, der Gute. Würde ich persönlich aber auch nehmen, das passt so ein bisschen zu einem Mönch. Eine Überzeugung mit auch einer strenger Führung durchzuhören. Das würde vielleicht sogar passen, weil wenn du Mönch bist, hast du ja so einen gewissen Kodex oder Orden, an dem du dich hältst bei Autorität. Aber du kannst natürlich auch komplett drauf pfeifen. Nimm Egoismus. Oh Gott. Macht sie das mit Absicht, dass er mich da vor eine Herausforderung stellt? Okay, er ist egoistisch. Eine tänzliche. Das passt alles eher zu. Ja, das ist wahr, das ist richtig. Okay. Bam. This ain't bad. Das geben sie mir gleich. 18, 15, 11, 11, 11, 11. Well then. Ich bin halt so ein Diva-Monk. alles klar. Isildan, soll ich das neu rollen oder möchtest du damit gleich arbeiten? Ich meine, das ist jetzt nicht so granatenmäßig. Ich hadere gerade. Ja. Aber nicht vergessen, als Mönch sind deine wichtigsten Werte Geschicklichkeit, Weisheit und Konstitution. Du bekommst +2 auf Stärke und 1 auf Charisma.
Aber 18 und 15 ist zumindest schon mal eine Ansage, aber deine Rüstungsklasse bezieht sich ja aus Geschicklichkeit und Weisheit. Reroll. Ja, hätte ich auch gemacht. Well, this is ass. Reroll, definitiv. Jesus. Reroll, ne? Ich meine, da hätte man eine 18 dabei, ja. Reroll. Okay. Das ist ja richtig scheiße. Also da bin ich ja fast verleitet, gegen die eigene Regel zu brechen, weil... Wären wir... Na, weil das ist ja kacke. Weil ich sage mal, zumindest bei der Jule und bei Xero konnten wir noch was mit den Werten anfangen. Bei dir ist das aber ja ein Kraut, dann... Es ist ja richtiger Schmutz. Ich meine, mein Gedankengang, ich wollte halt die Charaktere einfach nicht so overpowered machen, aber da haut uns jetzt gerade das Glück ordentlich das Kreidel rein. Das ist, ja, Xero, du sagst es, das ist Schmutz. Das ist doch vielleicht was. 17, 16, 14, 13, 9, 8. Den nehmen wir. Alles klar. Die 17 geht wohin? Acht auf Stärke wird somit zu einer 10. Okay, gut ausgeglichen. 17 auf Geschick. Macht Sinn. 16 auf Weisheit. Definitiv. Somit haben wir eine RK von 16 am Anfang. 9 auf Charisma, okay. Gut, geht auch auf eine 10. Gut ausgeglichen wieder, ja. Und er ist sowieso egoistisch und gierig. 13 auf Int. 14 Konsti. Okay. Das ist eine Ansage. Lässt sich was damit anstellen. Okay. Deine Fertigkeiten. Du hast 2 Stück. Du kennst dich eh damit aus. Wohin darf es gehen? Athletik wäre jetzt Stärke, da bist du jetzt nicht so bewandert. Aber Akrobatik könnte ganz gut sein. Was kann der Gute und was darf der Gute? Das Charaktermodell ist gut, das gefällt mir. Ich meine, das seht ihr jetzt nicht, weil wieder meine Webcam davor ist. Da eigentlich? Das steht da gar nicht dabei. Man sagt, vielleicht kann man da mal schauen, was die Rettungswürfe sind. Motiv erkennen, ebenfalls, okay. Also im Prinzip quasi Xero unterstützend dabei bei Motiv erkennen. Und Religion, okay. Sprachen, du kannst genau eine zusätzliche Sprache dazu nehmen. Zwergisch, Elfisch, Riesisch, Goblinisch, Halblingisch, Orkisch, Alttiermarisch oder Terral. Riese. Echt Riese, auch wenn das gar nicht vorkommt? Ich meine, wer weiß, vielleicht ist das Spiel ja so gut und wir können dann das DLC auch spielen. Dann hätten wir zumindest was. Oder sagst du, I don't care, ich möchte trotzdem Riesisch. Riesisch, alles klar. Er möchte Riesisch, wir nehmen Riesisch. Finde ich riesig. Okay. Wir haben unseren... Was haben wir denn da für Gesichter? Damn. Hey, this looks pretty sick. This looks generic. This looks old. This looks standard. Also this looks awesome. 3, ja. Ja, absolut. Körperschmuck, was haben wir? Ah, das sind auch so Tätowierungen. Damn, das schaut nicht schlecht aus. Also ganz. Jo, du kannst oben das so drücken mit so einer Farbe drüber kann. Welches war das jetzt? Welches willst du? Willst du bei Körperschmuck etwas oder nicht? Ja? Na
Schauen wir mal, was das da so... Nee, es geht noch weiter. Ich kann das einmal so durchgehen lassen. Vielleicht sich dann die Zahl merken, das wäre ganz gut, wenn du dann aufschreist. Ah, und da sind wir wieder am Anfang, ja? Also ich persönlich finde das irgendwie ganz cool, aber auch das mit den Strichen ist ganz nice. Muss ich zugeben. Die 14. Okay. In einer speziellen Farbe oder so. Weiß, schwarz, dunkelrot. Ich klicke da mal so durch. Blau. Lass mal schwarz. Alles klar, wir lassen es schwarz. Narben. Soll er Narben haben oder sagst du eher nö? Oder vielleicht schon mal die Augenfarbe. Ohne Narben, okay. Augenfarbe, was darf ein silberner Dragonborn haben? Die anderen haben genug. Hey, deine kommen vielleicht noch. Lass mal so, okay. Hörner, was habe ich hier? Okay, da steht auch sowieso Ram Horns. Ohne Hörner. Mit so mehr mit weiteren kleinen Stacheln, so nach hinten gebogen. Die sieht man bei mir eh so schlecht, daher passt das. Ja, da ist was Wahres dran. Oh, die 4, dann hast du so eine Art. Ja, schaut aus wie eine Art Arschgeweih. Ja, ich hätte auch gesagt die 5. Okay, der Schweif, kann ich den. Ah, da können sie rauszoomen. Da wird rausgezoomt. Ohne Schweif. Okay, der ist ein bisschen, ja, mickrig. Ich meine, er ist animiert. Ja, der ist wirklich mickrig. Das sieht mehr aus wie ein... Gott, wie war das Wort? Moment, muss ich nochmal hochscrollen. Hä? Ah ja! Oh! Machen wir den mal... Ja, ich hab's gerade gesehen, dass man den länger machen kann. Kannst du aber die Länge einstellen. Ich find's gut, Xero, wie du die Länge unter Anführungszeichen gesetzt hast. So, oder vielleicht ein bisschen... So weiß ich nicht, so 75%? Also ich hätte mal eher so... Ja, so 70%, okay. Doch vielleicht eher so ein bisschen schuppig, oder? Ja, habe damit immer noch den längsten. Weil dich mit dem Kamerafilm so mit. Ich sitze hier in Lunatsche, wirklich. Ja, so versaut, echt. Ich find's toll. Es macht Spaß. Ja, für das, dass wir eigentlich nur im Charaktereditor sind in dem Spiel. Großartig, echt großartig. Und wir sind 2 Stunden am Streamen und haben 3 Charaktere erstellt. So, Stimme. Dangerous era. Seems effortless. We are coming. Most undignified. Kneel now, rise later. Ich hätte mir die Stimme bei den Dragonborns vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, mehr aus dem Rachen vorgestellt. Das klingt so, als ob irgendwie ein 17-Jähriger mit mir spricht. Kommt immer auf die Technik an. Jo, die zweite hat aber am ersten Comedy-Fakt. Ja. Oh, a fine stroke. Oh, okay, das klingt luck. Auch mehr so aus dem Rachen, ja. Wir machen Pronomen ganz normal er, nehme ich an, ja. Beziehungsweise wir brauchen ja noch einen Namen. Wie soll er denn heißen? Vorname und dein Clan. Das ist ein Mythos. Moment, ich werde das einmal wieder die Webcam weggeben. Diasbound, okay. Finde ich cool. Sounds nice, Diasbound, okay. Unser dritter Held steht. Das heißt, es bleibt genau eine Person übrig dabei. Und die ist leider nicht im Stream, aber der hat mir zumindest gesagt, was er sein möchte. Den Rest allerdings... kann ich halt jetzt nur leider für ihn entscheiden, weil er nämlich selber am Streamen ist. Das heißt, Uni,
solltest du dir das eventuell auf YouTube anschauen sollen, dann gibt es natürlich wieder Timestamps für dich. Da kannst du den Werdegang deines Charakters, wenn auch etwas schneller jetzt... Boah, entschuldigt, dieser Husten killt mich wieder. Und wenn Uni wird damit klarkommen können, wie wir ihn erstellen. Er wird es müssen, ja? Es bleibt nichts anderes übrig, aber wir können ja unseren besten Freund, wir kennen ihn ja alle sehr gut, wir alle hassen und lieben ihn gleichermaßen, er ist bekannt auf Twitch, er ist eine Legende auf Twitch, viel besser als ich bin, immerhin klingt sein Mikrofon nicht so scheiße wie meines, er hat eine größere Audienz wie ich, alle Welt liebt ihn, alle Welt vergöttert ihn, er hat zwei hässliche Stoßzähne im Gesicht, aber... Er ist mir überlegen. Alter, was wurde da wieder gekippt? Moment bitte, Entschuldigung. Wahnsinn, ey, dieser Husten nach Covid ist... Oh, schrecklich, absolut schrecklich. Ich bitte das zu entschuldigen. Okay. Wir erstellen Grog Gulatsch. Pferdemörder, neuerdings vielleicht auch schon Hundemörder, Stolperer über Baumstämme, ab und zu auch Drachentöter, Verwüster von Generationen eines Vampires. Wenn der Dulli halt nicht immer streamen und locken würde, könnten wir schon längst anfangen. Mir gefällt das Wort Dulli. Ich finde das toll, ja? Okay. Uni hat gesagt, er möchte einen klassischen Halborg spielen. Dann machen wir ihm zum Halborg, oder? Was sagt er dazu? So, Uni hat auch gesagt, er möchte ein Barbar sein. Er möchte seine kalte und raue Seele. Ich meine, er hat zwar ein bisschen Unterbiss, aber hey, damit muss er klarkommen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Im Moment wirkt er noch ziemlich schlaksig. Das könnt ihr zwar jetzt noch nicht sehen. Aber, okay. Für seine Ausrüstung. Er hat zwar Knüppel und Schild. Pfad? Ah ja, stimmt, es gibt einen Pfad. Pfad des Steins. Ich hätte jetzt eher gedacht, wenn es was gibt wie Pfad des Pferdes, würde das perfekt passen, aber leider gibt es das nicht. Pfad des Steins. Barbaren, die diesem Pfad folgen, ziehen ihre Kraft aus ihrer Verbindung zum Stein. Sie sind für ihre Hartnäckigkeit bekannt, sie geben niemals auf und blühen in lebensfeindlicher Umgebung geradezu auf. Pfad des Berserkers. Well, das ist ziemlich klassisch, aber ich würde glauben, das würde Uni am meisten gefallen. Wobei, da haben wir Pfad des Magierschreckens. Er hasst ja Magier in Skyrim. Im Kampf ein Kriegsschrei. Fosrodar! Im Kampfrausch kann ein Magierschrecken, der Schaden durch Zauber oder andere magische Angriffe erleidet, seine Reaktion nutzen, um einen mächtigen Kriegsschrei auszustoßen, der allen Gegnern innerhalb von 6 Feldern psychischen Schaden in Höhe von 1 bis 6 plus Konstitutionsmodifikator zufügt. Stufe 6. Ein Kampfrausch erhalten mag er bei einem erfolgreichen Nahkampf gegen eine Kreatur, die Zauber wirken kann, einen zusätzlichen Schadenswürfel. Uni und ein Stein. Mhm. Aber hey, ich finde, das passt irgendwie auf sein jetziges, was er hat, oder? Was meint ihr? Was ist denn bei Stein? Was gäbe es denn da? Im Kampfrausch erhältst du temporäre Trefferpunkte in Höhe deines doppelten Übungsbonus am Ende deines Zuges. Auch nicht verkehrt. Bei Rettungswürfen wird ein Konstitutionsmodifikator verwendet, wenn er höher ist als der eigentliche Attributsmodifikator. Okay. Damn, ist auch nicht schlecht. Ich hätte mal gemeint, er ist ein richtiger Fussrodar. Dass er da mal so in die Menge reinbrüllt. Was sagt ihr noch im Chat? Pfad des Magierschreckens. Finde ich cool, ja, weil Pfad des Berserkers ist so ziemlich... Ja, ich werde halt noch einmal wütend und schlag halt noch geistloser drauf. Ja, genau das ist es. Ich gehe mit dem hier.
Kriegsschrei klingt verlockend. Ja, hätte ich auch gemeint. Pfad des Magierschreckens, richtig. Achso, das kommt sowieso erst bei Stufe 3. Okay, dann ist das eigentlich eh noch hinfällig. Das kannst du jetzt noch gar nicht auswählen. Weil das erst auf Stufe 3 zur Verfügung steht. Das ist quasi nur, damit du weißt, in was es gehen soll. Okay, naja, das macht ja nichts. Habe ich auch was gelernt. Gut, Uni spielt ja eigentlich eine Zweihandaxt oder Streitaxt. Ich denke, wir bleiben bei einer Zweihandaxt für unseren Papa, oder? Für unseren grobschlächtigen Papa, der da so ein bisschen draufhaut. Wir haben ja Xero, der schon tanky ist. Und Isendan, der uns da ein bisschen tänzerisch und künstlerisch unterstützen kann im Kampf. Und für den Fall, dann, wenn es mal brenzlig wird und alle vernarbt sind, kann meine liebe Frau immer noch heilen. So, wird der mal das so lassen. Jetzt muss ich nur kurz fragen, liebe Frau, was hat er denn gesagt als Hintergrund? Ich glaube Wanderer. Hey, den Pferdemörder, ja? Dafür bin ich da, ja. Ich glaube, er hat Wanderer ausgewählt. Hat er überhaupt... Oh ja, er hat einen Hintergrund ausgewählt. I'm pretty sure es hat er mir geschickt, ja, das kannst du nicht wissen, ja. Es war Wanderer. Das weiß ich noch. Und wenn nicht, kann ich es immer noch umändern. Na dann. So. An dem von, seitdem ich ihn wie lange kenne. Was ist Uni? Uni ist nicht gütig. Zumindest nicht sein Ork. Uni ist egoistisch. Jetzt, auch wenn ich das jetzt schon beim dritten Charakter habe. Ja. Egoismus wegen Gier, eindeutig. Aber Uni ist vorsichtig. Er spielt immer vorsichtig, aber es bringt ihm trotzdem nichts, weil er dann trotzdem immer die Gefahr auslöst. Gier bei zusätzlichen Wesens. Ja, Uni ist gierig, absolut. Uni ist ein richtiger Lootwanderer. Der hebt selbst einen Humpehaufen vom Boden auf, weil er glaubt, es wäre Gold wert, wenn er es lang genug in der Sonne stehen lässt. Ich meine, vorher ist es... cremige Scheiße, später ist es harte Scheiße. Aber es ändert nichts, es bleibt trotzdem Scheiße. Aber trotzdem Gleichberechtigung, ist alles gleich Scheiße, ja. Ich würde gut. Echt? Du würdest gut. Beim Wesenszug oder? Oder beim Hintergrund? Er ist zwar in Realität nicht gütig, aber er redet es sich immer ein. Ja. Aber nur, wenn man sich etwas einredet, ist man es noch lange nicht, ne? Mein Ohr kitzelt. Ich hätte wahrscheinlich eher zu vorsichtig tendiert, in eine Tendenz in erster Linie auf die eigene Das ist doch Uni. Aber der Ork, den er spielt, ist nicht vorsichtig. Er hat nur eine Tendenz vorsichtig, aber wenn ich das so lese, dann passt das zu ihm. Eine Tendenz in erster Linie auf die eigene Sicherheit zu achten? Daher lass Uni die gute Seele der Gruppe... Okay, das ist ein Argument, das lasse ich einreden. Ey, da kann uns keiner sagen, dass wir da ihn nicht gut kennen. Er ist gütig, ja. Das heißt, wir haben einmal ein absolutes Negativ und einmal also das komplett Gegenteil. Er ist gütig, aber gierig. Mein Kack, dein Kack. Kack ist für uns alle da. Ja, denn wo nur die Scheiße draufsteht, ist auch Scheiße drin, richtig? Okay. Also, er ist gütig. Dieser Charakter verwendet meist eine saloppe Umgangssprache und streut zuweilen derbe und vulgäre Ausdrücke ein. Passt zu seinem Ork. Er ist gierig. Und er löst Sachen mit Gewalt. Ja. Er hilft zwar allen, solange es ums Loot geht. Er hilft allen, solange es sich nicht ums Loot geht am Ende. Ja, da ist was Wahres. Ich glaube, so haben wir es. Ich glaube, das trifft ihm sehr gut, oder? Yes, okay. So, was haben wir denn beim Uni für Werte? Nein, wir würfeln noch einmal neu. Das ist auch scheiße, ja. Scheiße. This is not bad.
lassen oder noch einmal rerollen? Wenn die 17 würde zu einer 19, dann wäre er unser absoluter Berserker in der Gruppe. Das würde ihm garantiert gefallen, ich kenne ihn ja. Oder du machst 17 und 17. Inwiefern mache ich 17 und 17? Ah, du meinst so. Ach so. Ja, ja, ich könnte es so machen. Weil wir dürfen nicht vergessen, als Barbar, für ihn ist es wichtig, sind Stärke, Konsti und Geschicklichkeit, weil seine Rüstungsklasse sich natürlich auch von der Geschicklichkeit zusammenwendet. So hätte er... So hätte er eine RK von 16, wenn er keine Rüstung trägt. Ist denn dann schon wieder am Klippen? Ha. 17, 14, 18 und wenn ich so mache... Moment. Oder wir probieren es noch einmal zum Rerollen. Aber dann könnte die 17 futsch sein. Na, ich gehe jetzt einmal von Uni aus. Er sagt, er möchte auf jeden Fall draufschlagen. So würde ich das so machen. Hätte ich gemeint. Jetzt ist halt die Frage, gut, Uni spielt nicht immer am klügsten. Das heißt, die Intelligenz wäre eine 8. Stimmt ihr mir dazu? Wie instant das XD und das Ja kommt. Aber ich sage mal, Uni ist auch jetzt da nicht unbedingt uncharismatisch. Also er redet ja mit den Leuten. Also so ist es ja nicht. Dann Elfka, aber er ist definitiv auch nicht weise. Also so müssen wir da irgendwie auf einen Nenner kommen. Aber ich finde, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Das kann man lassen. Oder? Am I right, Chat? I think this... Schaut gut aus. Ja, finde ich auch. Finde ich, das sieht sehr, sehr solide aus. Ich meine, er ist ein Barbar. Alles, was er machen muss, ist draufschlagen. Was ist es? Wie Krieger. Krieger trinken kein Wasser. Krieger fressen halbe Schweine und das war's. Passt soweit. Ja, finde ich auch. Habe ich gut gemacht. So. Der gute Uni. Anhand von seiner Spielweise. Also mit Tieren kann er nicht umgehen. Das passt schon mal. Wie ich ihm einfach lese, den Knaben. Überleben kann er eigentlich auch nicht. Nimm einschüchtern und... Ich hätte ihm jetzt Athletik gegeben. Athletik? Athletisch kann unser Uni sein, ja? Naja, aber nicht geübt. Er hat keinen Punkt reingegeben, somit hätte ich halt nur 4 gehabt. Ich meine, das Einzige, was ging, ich könnte ihm halt Wahrnehmung geben, weil Wahrnehmung haben wir fast gar nicht. Wobei, oh ja, wir haben die Jule mit der Wahrnehmung, ja. Athletik. Ja, ich kann ihm nur mit Tieren umgehen oder mit Wahrnehmung. Okay, nein, wir machen das so. Er glaubt immer, die Tiere leiden nicht unter ihm. Aber das tun sie, weil er eben glaubt, dass er es kann. Jetzt hat er da eine plus 1 mit Tieren umgehen, ne? Gib ihm eine Mine. Nee, wenn ich ihm. Ich kann ihm eine plus 1 in Wahrnehmung geben. Hashtag wow. Ja, ich kann ihm nur Athletik, Wahrnehmung oder mit Tieren umgehen. Was anderes hat er leider nicht. Ja, die Athletik habe ich schon.
Weil mit Tieren, na, er kann nicht mit Tieren umgehen. Und einschüchtern oder Natur? Ja, einschüchtern geht nicht. Kann ich nicht. Das ist automatisch. Das hat er einfach. Ja, da ist kein Plus, genau. Du musst aufs Plus schauen. Was ist hier? Wobei hier steht auch wieder, mit Tieren umgehen ist nicht Teil von der Hauptkampagne, ja. Gott, ist jetzt da. Aber das heißt ja nicht, dass es gar nicht vorkommt oder so. Also, ich mach's jetzt einmal einfach humorvoll und weiß, zu seinem Charakter passt. Er glaubt immer, er kann mit Tieren umgehen, aber trotzdem, auf alles, was er sich draufsetzt oder mit sich zieht, landet irgendwann im nächsten Friedhof, beerdigt neben anderen Tieren. Und weil er das glaubt, sterben auch andauernd Tiere bei ihm. So machen wir das, so machen wir das. Sprechen kann er auch nix, außer Gemeinsprache und Orkisch, das passt. So lassen wir ihm das. Okay. Seinen Namen. Okay, ich kann gar keine Nachnamen eingeben. Ich kann ihm nur Grog. Ich kann höchstens so. Na, aber dann bleibe ich einfach nur bei Grog. Das passt. Okay, da er mir gesagt hat, ich kann das ja so selber machen, wie ich möchte. Gott, das sieht aus wie eine richtige Hackfresse, ey. Wie die Tour de France 3 Wochen eintreten, wirklich. Braucht was so. Ja, das erinnert so ein bisschen an seinen Ork. Ich glaube aber, sein Ork ist er jetzt nicht so wirklich. Ja, der hat so ein beiges Braun-Grün, das passt. Das erste, was ich einmal ändern muss, ist. Ich weiß, Uni braucht das, um sein Ego zu pushen, oder? Ja, wobei, das ist ein bisschen zu extrem. Machen wir es so. Ja, das schaut gut aus. Augenfarbe, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ich gebe ihm vielleicht so. Ja, so orangene Augen. Narben. Ah, Uni wird. Ich weiß nicht, ob Uni Narben haben möchte. Bart gebe ich ihm auf jeden Fall nicht. Frisur. Sieht aus wie ein Urukai damit, finde ich, oder? Bitte eine absolute Quietschestimme. Wir werden sehen, was für das Spiel zur Verfügung steht, diesen dann, ne? Eine Kriegsbemalung könnte aber ganz gut hinhauen bei ihnen, oder? Hey, ich meine, das sind wieder die Striche. So was zum Beispiel? I don't know. Finde, das schaut gar nicht so schlecht aus. So mit den orangenen Augen und den lila irgendwie. Oder so? Ich finde, das schaut gar nicht verkehrt aus. Was meint ihr? Na, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Die Frisur passt auch. Bartform. Leider kann man die Stoßzähne nicht ändern, aber hey. Piece of junk. I'll remember. Light at last. Push! Well done. I owe you one. Das ist das quietschigste, was geht, Ethan. Kill them all. Thanks. Hey, a secret door. Nein, er wird mich hassen, wenn ich das nehme. Die. Er wird nie wieder mit mir reden, er wird nie wieder in meinen Stream kommen, ja. Uwu-Stimme, bitte. Nee, kommt Leute, das können wir ihm nicht antun. Damn, a trap. Damn, a trap. Well done. Good kill. Nee, komm, wir gehen damit, ja. Uni soll unser Vorzeige, Halborg werden. Ich kann ihm hier nicht verschandeln, ja. Nee, ich habe ihm gesagt, ich verschandle seinen Charakter nicht. Ich mache ihm, he will be kicking ass, ja. Dann gib ihm was Ork. Ja. One less piece of junk. Ich habe leider nur 3 Stimmen zur Auswahl, Xero.
No, pull it off. Come on, harder. Da passen die Haare aber irgendwie nicht. Warum nicht? Was hast du gegen die Haare? Was Besseres habe ich nicht hier. Ja, das kann ich ihm noch machen, ne? So lange für eine... Warum nicht? Ja, wie so ein Uruk-Hai. Die haben auch so lange Haare gehabt, ja? Von Herr der Ringe. Ich fand, das sah gar nicht so schlecht aus, irgendwie. Kann ihm glatzköpfig machen. Sieht ein bisschen aus wie Minsk jetzt. Wenn halt kein... Wenn Minsk ein Halborg wäre, wohlgemerkt. Ich finde, das ist okay. Das kann man lassen. Ja, ich finde auch, oder Xero? Das ist vollkommen in Ordnung. Und dann nehmen. Glauben Sie, Idiot? Ja, das kann man. Der schimpft und flucht, das klingt wie die gierigste Halborg-Sau auf diesem Planeten. Das passt. Das passt. Perfekt. Wir haben unsere Gruppe zusammen. Der gute Grog Gulatsch. Hier leider nur Grog, ja? Dias Bound. Chris Fleischfield und Andraste Nilo sind unsere vier Helden, die uns in Solasta, Crown of the Magister, begleiten werden. Und wow, was ein Stream. Wir sind 2 Stunden drin. Können Orks mit langen Haaren... Können Orks mit langen Haaren geben? Also kann Orks mit langen Haaren geben. So soll das. Okay. Wow, vielen Dank. What a journey. What a character creation. This was quite something, ja? Ich würde mich hier an dieser Stelle auch noch ausklinken und würde sagen, ja, für alle, die was das interessiert, da werden auf jeden Fall die Parts dazu hochkommen und ich werde schauen, dass wir am Wochenende vielleicht schon mal den ersten Schritt da hinein machen. Jetzt werden wir das erstmal so machen.